Heute gibt es mal eine kleine Spezialfolge. Und zwar geht es heute um Fundreinigung und Konservierung. Und um euch mal einen kleinen Einblick zu zeigen, habe ich mal ein bisschen was vorbereitet. Zum ersten die Reinigungsstifte, das Konservierungswachs, eine Lupe, eine Zange, ja, eine ziemlich weiche Bürste, die ich sehr gerne verwende, die ist mit Schweinshaarbürsten. Das hier ist so ein Mini-Schleifgerät. Da befindet sich eine Kunststoffbürste vorne dran. Ich habe noch eine Heißluftpistole. Wozu ich all diese Sachen benutze, das erkläre ich natürlich noch ausführlich. Jeder reinigt und konserviert seine Funde auf seine Art. Deswegen ist es ja auch hier kein Anleitungsvideo, sondern ein Einblick in meine persönliche Art und Weise, wie ich das mache. Ihr könnt euch daran natürlich orientieren oder halt das anders machen. Mich würde interessieren, wie ihr eure Funde reinigt und dass ihr das vielleicht einfach in die Kommentare schreibt. Da gibt es ja wirklich ganz viele Methoden. Da gibt es nicht nur diese Möglichkeit hier, da gibt es noch viele andere Möglichkeiten. Und ich werde sicherlich auch noch andere Möglichkeiten zeigen. Heute zeige ich aber mal die Möglichkeit der Konservierung mit diesem Wachs und die Reinigung mit Stiften und einer weichen Bürste. Und hoffe, ihr seid mit dabei. Es wird ein etwas längeres Video werden. Ich möchte das ausführlich zeigen und habe mehrere verschiedene Funde vorbereitet. Und welche das sind, das zeige ich euch jetzt. Da haben wir hier diesen schönen Ziernagel. Den habe ich in Spanien gefunden. Wer das Spanien-Video gesehen hat, der kennt diesen vielleicht. Wie man hier sehen kann, hat der auch eine goldene Beschichtung. Der ist vermutlich vergoldet gewesen. Ein Knopf. Dann habe ich hier drei Pfennige von 1851 und eine Bleifigur habe ich vorbereitet. Diese Bleifigur ist verbogen, wie ihr seht, und die werde ich heute hier im Video mit der Heißluftpistole erhitzen und gerade biegen und dann auch noch reinigen und mit dem Wachs konservieren. Dann habe ich extra ein paar Münzen rausgesucht, welche jeder Sondler, der schon seit ein paar Wochen, Monaten oder Jahren sondelt, zu Hause haben sollte. Und zwar einfach mal ein paar Reichsmünzen. Hier habe ich 10 Reichspfennig. Ich habe mit Absicht solche Münzen rausgesucht, damit ein Vergleich da ist, damit ihr das auch zu Hause vielleicht einfach nachmachen könnt oder euch daran orientieren könnt. Denn so Reichsmünzen, die sind nicht so selten und da kann man super mit experimentieren und auch dran üben. Hier habe ich 10 Pfennig aus dem Kaiserreich, die werde ich auch reinigen. Hier habe ich dann noch eine Brosche, die habe ich mit dem Preußensondler mal zusammengefunden. Allerdings kamen keine weiteren Funde und deswegen wird es dazu wahrscheinlich auch kein Video geben. Aber ich will euch heute trotzdem zeigen, wie ich diese Brosche reinige. Die wird aber nicht mehr mit den Stiften gereinigt, weil da einfach nicht genug dran ist irgendwie, um da was mit den Stiften runterzureiben. Das ist einfach ein bisschen Schmutz. Den wird man sicherlich mit der Bürste gut entfernen können. Und dann wird die konserviert und ich hoffe, die sieht dann ganz schön aus. Mal sehen, wie es wird. Bevor ich jetzt anfange, möchte ich noch mal eins klarstellen. Das ist, wie gesagt, meine persönliche Methode hier. Jeder macht das so, wie er das möchte. Könnt euch daran orientieren oder auch nicht. Und ich fange jetzt quasi an. Als allererstes habe ich hier eine weiche Bürste. Das sind ganz weiche, natürliche Bürsten, kein Kunststoff. Das erste, was ich mache, wenn ich meine Funde reinige, ist, ich lege die hier in so ein Gefäß ein mit warmem Wasser, mache ein bisschen Seife dazu und dann lasse ich die da mindestens 24 Stunden lang drin, damit sich der Dreck erstmal ablösen kann. Geht darum, den oberflächlichen Dreck zu entfernen, damit die Münze oder der Fund dann sauber sind, damit man sie dann konservieren kann. In meinem Fall habe ich destilliertes Wasser genommen, das spielt aber eigentlich nicht so eine große Rolle. Man kann einfach Leitungswasser nehmen. Ja, fange ich jetzt einfach mal an. Hier haben wir jetzt 5 Reichspfennig aus Zink und alles, was ich jetzt mache, ich bürste die einfach nur ab. Mach die einfach nur sauber. Und wenn man sich ein bisschen Zeit lässt, kann man das auch eine ganze Weile machen. Mach immer wieder Wasser ran, damit Sand und Schmutz nicht mit auf der Münze rumgerieben wird, weil das kann natürlich dafür sorgen, dass kleine Kratzer in die Münze dann mit reingedrückt werden. Und man sieht doch schon, dass sich schon mal was gelöst hat. Hier ein bisschen Dreck. Dasselbe hier auch noch. Ja, und das ist der erste Schritt. So fange ich immer an. Man sieht schon, dass die Münze jetzt etwas sauberer geworden ist und der Dreck ist ein bisschen ab. Ich lege die jetzt erstmal hier auf das Handtuch. Die ist jetzt erstmal fertig. Mache das jetzt mit allen Münzen so. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich alle Münzen so gereinigt habe. So, ich habe jetzt alle Münzen gereinigt, also sauber gebürstet, vom Dreck erstmal so weit befreit. Ich mache jetzt noch die Bleifigur. Also bei einer Bleifigur muss man aufpassen, wenn man jetzt die Farbe erhalten möchte und damit so einer weichen Bürste rangeht, dann wird sich die Farbe lösen. Weil so eine Farbe von der Bleifigur, die ist extrem empfindlich. Und ich meine, im Endeffekt ist es jedem selber überlassen. Manche Leute reinigen die blank, dass man nur noch das Blei sieht. Ich möchte aber so viel Farbe wie möglich erhalten. Und deswegen werde ich einfach nur ganz vorsichtig machen und da, wo ein bisschen Dreck ist, einfach ein bisschen sauber machen. Und selbst so
Bei dieser, sag mal, vorsichtigen Art und Weise wird sich Farbe lösen. Die Farbe ist einfach extrem bröselig mit den Jahren geworden. Aber da ich ja vorhabe, diese Bleifigur noch zu konservieren mit Wachs, wird sich die Farbe danach, nach dem Konservieren, nicht mehr lösen. Die ist dann quasi durch das Wachs geschützt. So, das reicht mir schon. Ich lasse die so. Kommen wir noch zur Brosche. Die werde ich auch einfach nur ein bisschen bürsten. Ich möchte natürlich diese Spuren und ja, das, was über die Jahrzehnte entstanden ist, erhalten. Weil ich meine, wie sieht es denn aus, wenn das Objekt dann total blank ist? Das sieht nicht schön aus. Dann hat man so ein wertloses Stück Metall da liegen. Aber wenn man diese Spuren und die Verfärbungen erhält und diese mitkonserviert, dann sieht es besonders schön aus. Ich werde euch mal kurz ein Beispiel zeigen. Ja, diesen Orden hier oder diese Medaille, die habe ich damals mal gefunden. Den habe ich nicht konserviert und auch nicht gereinigt. Den habe ich so, wie er ist, damals einfach nur mit Wasser abgespült. Und ihr seht, dass dort wie so schwarze Striche sich durchschlängeln. Und das ist so ein ganz persönliches Muster, was da entstanden ist. Und das finde ich besonders schön und interessant bei so einem Objekt. Und sowas möchte ich natürlich nicht zerstören. Und das gibt diesem Fund natürlich eine ganz persönliche Note. Und das finde ich besonders wichtig, dass das erhalten bleibt. Ja, und hier haben wir noch den Knopf. Den werde ich auch einfach nur mit Wasser, ein bisschen in der Mitte ist so ein Loch, da ist noch ein bisschen Sand drin. So, das reicht. Der hat auch so eine ganz leichte Verfärbung, ein bisschen schwarz, ein bisschen grün. Und doch, das möchte ich mit konservieren. Und dann haben wir noch diesen schönen, ja, diesen Ziernagel, der vergoldet war. Hier kann man es sehen, das werde ich euch dann noch zeigen. Deswegen werde ich da ein bisschen aufpassen. Da werde ich aber auch mit den Stiften ein bisschen rangehen an ein paar Stellen. Das war quasi der nächste Schritt. Ich habe jetzt alle Funde. Nee, halt, da ist noch ein Pfund. Da ist ja noch ein Pfund. Ich habe vergessen, diese Münze hier. 3 Pfennige von 1851. Die werde ich auch noch ein bisschen reinigen. Ein bisschen sauber bürsten. So, das war jetzt die Bürstung. Hier ist jetzt nur noch das alte schmutzige Wasser drin. Das kippe ich jetzt weg. Da mache ich frisches destilliertes Wasser drin, weil wenn ich die Funde jetzt gleich nehme und mit den Stiften reinige, dann werde ich die danach nochmal mit dem Wasser sauber machen, mit dem frischen Wasser. Als nächstes nehme ich mir den ganz kleinen Reinigungsstift, den dünnen, und mache mir den schön spitz. In dem Fall mache ich das mit. Was habe ich denn hier eigentlich? 240er Schleifpapier. Man kann natürlich auch anderes nehmen. Ich mache das, damit ich einen dünnen, sehr spitzen Stift habe. Diesen kleinen Stift brauche ich dafür, damit ich ins Innere der Zahlen dann reinkomme. In die Mitte der 8 da. Und auch bei den anderen Münzen natürlich an die ganz kleinen Stellen. Den Stiften benutze ich natürlich nicht die ganze Zeit, nur ab und zu mal für die Feinheiten. Ja, für die Hauptarbeit an den Münzen verwende ich den hier. Der ist etwas dicker. Ja, jetzt stellt sich nur noch eine Frage, mit was ich jetzt anfange. Und das wird dieses 5-Pfennig-Stück hier sein. Was haben wir denn da eigentlich? 1941. Das ist was man ganz oft findet als Sondler. 5 Reichspfennig Zink von 1941. Meistens haben sie immer das Datum 1941. Wie gesagt, fange ich mit den 5 Reichspfennig an. Zeige euch die aber jetzt nochmal vorher. Damit ihr nochmal einen Eindruck habt, wie die jetzt aussehen. Fangen wir jetzt quasi einfach mal an mit dem Stift die 5 Reichspfennig zu zerstören. So, ich fange jetzt einfach an und werde jetzt hier einfach immer wieder kreisende Bewegungen machen, den Stift flach anliegend und werde aber jetzt erstmal in Ruhe herumwurschteln und einen Zeitraffer anmachen. Ich bin jetzt soweit erstmal fertig mit den 5 Reichspfennig aus Zink. Jeder, der schon öfters Zinker gefunden hat, weiß ja, dass da nicht viel zu retten ist, wenn die erstmal so ein bisschen angefressen sind.
Ich lasse den jetzt so. Hier auf der Seite, wo die 5 ist, sieht man, dass es ja nicht allzu großer Unterschied ist. Ich musste schon ganz schön rabiat davor gehen. Und wenn man da jetzt noch mehr macht, dann wird es immer schlimmer. Dann kommt irgendwann das blanke Metall raus. Und das bringt dann einfach irgendwann nichts mehr. Deswegen lasse ich den jetzt so. Den lege ich jetzt erstmal beiseite. Und mache jetzt noch eine Münze. Und zwar diese hier. Das sind auch Reichspfennig. Und es handelt sich dabei um 2 Reichspfennig. Die sind etwas älter. Das Datum kann ich jetzt gar nicht erkennen. Deswegen werde ich die jetzt auch mit den Stiften reinigen. Und ihr könnt dabei zuschauen. So, mit den 2 Reichspfennig bin ich jetzt auch fertig. Man erkennt jetzt wieder das Datum, 1939. Und habe diese ganze schwarze, dunkle Schicht habe ich abbekommen, wie man sieht. Die Seite, wo die 2 steht, die war ja von Anfang an, sah die ja nicht so schlimm aus. Aber man sieht, dass hier überall so Punkte sind, so kleine. Und die gehen nicht weg. Die sind durchgefressen. Und wenn ich jetzt diese Punkte entfernen wollen würde, müsste ich das wahrscheinlich chemisch machen. Und dann sind aber diese ganzen Löcher zu sehen. Deswegen lasse ich das so. Also die Münze bleibt jetzt erstmal in diesem Zustand bis zur Konservierung. Und ich mache jetzt direkt mit der nächsten Münze weiter. 10 Pfennig. Mit den 10 Pfennig aus dem Kaiserreich von 1899 bin ich jetzt auch fertig. Man sieht, dass dann sehr viel sich reingefressen hat. Da tut sich auch nichts mehr weiter. Das bringt jetzt auch nichts mehr, da jetzt rumzureiben. Und ich denke, wenn man da jetzt noch mehr machen will, dann, ja, vielleicht geht minimal noch was. Aber ansonsten wird man da auch die Münze noch mehr kaputt machen. Und das blanke Metall kommt dann irgendwann raus. Auf jeden Fall kann man auf der Seite jetzt wieder die Details erkennen. 10 Pfennig, Deutsches Reich, 1899, kann man wieder lesen. Und ja, die wird jetzt auch erstmal beiseite gelegt. Die wird dann so, wie sie jetzt ist, nochmal gereinigt und dann konserviert. Aber jetzt kommen wir direkt mal zur nächsten Münze. Und das wäre dann diese Münze hier. 3 Pfennige von 1851. Ich hatte die schon mal mit den Stiften gereinigt. Und das ist jetzt aber schon eine Weile her. Die lag jetzt ewig rum. Ich werde jetzt aber noch mal ein bisschen nachreinigen. Und dann schauen wir die uns auch noch an. Aber da gibt es nicht viel zu reinigen. Die ist eigentlich so, wie sie ist, sehr gut geworden. So, ich bin jetzt soweit fertig mit der Münze und bin ganz zufrieden. Mehr möchte ich nicht machen. Mag da, wenn da noch schön was dran ist, ein bisschen verschiedene Farben. Die möchte ich ja mit konservieren. Also werde ich die Münze jetzt auch erstmal zur Seite legen und machen wir weiter mit dem Knopf. Bin jetzt mit dem Knopf soweit zufrieden. Den möchte ich jetzt erstmal so lassen und lege den jetzt quasi erstmal zur Seite. So, ich hatte gestern den Knopf noch fertig gemacht, habe den erstmal beiseite gelegt und habe mir überlegt, dass ich noch 3 weitere Gegenstände mitmachen will. Die habe ich gestern eingelegt und war mit Seifenwasser. Die waren da jetzt bis heute drin. Ich werde die jetzt abbürsten und dann will ich die auch noch mit konservieren. Hier einmal dieses schöne Abzeichen für Arbeit zum Schutze Deutschlands. Das habe ich damals im Wald gefunden, beim Regen, in der Folge Orden und Münzen im Regen hieß, glaube ich, die Folge. Und das hatte ich damals nur abgespült und seitdem war es so am Rumliegen. Und jetzt möchte ich das aber mal ein bisschen bürsten und konservieren. Mal sehen, wie es dann aussieht. Dann habe ich hier noch 1 Pfennig von 1891. Dann habe ich hier nochmal 1 Pfennig von 1938. So, die werde ich jetzt erstmal abtrocknen und dann werde ich die Münzen mit den Stiften reinigen. Den Orden werde ich nicht mit den Stiften reinigen, weil da ist nichts weiter dran. Und dann gucken wir mal, wie die dann aussehen. Nochmal zur Erinnerung, das war der Knopf. Und jetzt mache ich quasi weiter mit dem 1 Pfennig von 1891.
Man kann übrigens die Stifte auch nass verwenden. Also die Münzen oder die Funde müssen nicht trocken sein. Man kann das auch im nassen Zustand machen. Ich mache es aber jetzt wieder so. Da ist ja noch ganz bisschen nass. Bisschen Restfeuchtigkeit ist noch dran. Ja, und die Lupe, die verwende ich natürlich, um dann immer mal so ein paar bisschen Kontrollblicke zu machen. Besser wäre natürlich, wenn man eine Lupe hätte, die man so hinstellen kann, wo man die ganze Zeit dann durch die Lupe gucken kann. So was habe ich aber leider noch nicht. Ich habe erstmal nur so eine Lupe, die ich dann immer wieder mal rüberhalte und gucke. Mit der 1-Pfennig-Münze von 1891 bin ich jetzt erstmal soweit zufrieden. Den Rest mache ich dann nochmal mit Wasser dann im nächsten Schritt und mache jetzt direkt weiter mit dieser Münze hier, mit dem 1-Pfennig von 1938. Dieser 1-Pfennig von 1938, der müsste aus Kupfer sein. Und ich habe schon bemerkt, dass sich Kupfermünzen sehr gut reinigen lassen mit den Stiften. Also ich drücke nicht oder so, nur ganz leichter Druck und dann so seitliche kreisende Bewegungen. So, falls ihr auch mal die Stifte irgendwann habt, dann übt mit Reichsmünzen. Aber wie schon gesagt, Kupfermünzen, da kann man noch richtig was rausholen. Das werden wir hier bei der Münze auch sehen. So, mit der Münze bin ich jetzt auch fertig und damit bin ich jetzt quasi mit allen Münzen erstmal durch. Als nächstes kommen die anderen Objekte dran. Packe die jetzt auch zu den anderen Münzen erstmal zur Seite. Dann haben wir hier diesen Orden. Also man sieht hier bei dem Abzeichen, dass hier unter dem Flügel und überall so eine grüne Schicht ist. Ich möchte aber diese grüne Schicht nicht abreiben. Ich möchte, dass die drauf bleibt und dass die mit konserviert wird. Ihr könntet die jetzt mit den Stiften hier rausholen und diesen Orden total blitzeblank machen, weil das nur oberflächlich ist. Aber wie gesagt, das möchte ich nicht. Ich möchte keinen blanken Orden. Ich möchte, dass der so diese grünen Muster behält. Deswegen mache ich jetzt auch nichts weiter dran. Der wird aber nachher nochmal mit destilliertem Wasser nochmal sauber gemacht, weil ich ihn ja im Seifenwasser drin hatte. Und will ihn halt nochmal abspülen. Deswegen packe ich den jetzt auch erstmal zur Seite. Kommen wir zu dieser Sache hier, dieser Brosche oder was das ist. Hier hinten kann man sehen, dass da mal eine Anstecknadel dran war. Und die ist aber weg. Die habe ich auch nicht gefunden. Und hier ist das Gleiche. Hier ist überall so eine grüne Beschichtung. Diese grüne Schicht hier, die möchte ich nicht runterreiben. Man sieht zwar, dass hier ein bisschen so wie so eine Vergoldung ist, aber ich glaube, da ist nicht mehr viel übrig. Wenn ich jetzt hier diese Schicht, diese grüne, anfange hier mit den Stiften zu entfernen, dann wird das gesamte Ding diese rote Farbe bekommen. Und das wäre ein bisschen schade. Ich möchte genauso wie es ist, möchte ich es erhalten jetzt und konservieren. Deswegen lege ich das jetzt auch zur Seite und da wird nichts mehr weiter dran gemacht, außer dass es nochmal nachher gewaschen wird. Als nächstes ist der Nagel dran, der Ziernagel. Und bei dem Nagel sieht man, dass hier so ein bisschen Gold ist. Ich werde den jetzt mit den Stiften ein bisschen bearbeiten, weil ich den Dreck nicht abbekommen habe. Ich möchte aber nur diesen grauen, oberflächlichen Dreck abmachen und bis auf diese grüne Schicht kommen. Und die grüne Schicht möchte ich erhalten. Mal sehen, ob ich das schaffe. Ich habe jetzt mal diesen weißen Stift genommen. Damit scheint es besser zu gehen. Und man sieht schon, dass es hier soweit geklappt hat. Aber das ist noch ganz schön viel Arbeit. Man mal sieht, wie viel Dreck da noch drin ist. Das wird sehr lange dauern.
Wie man sieht, sieht er jetzt schon ein bisschen anders aus. Ich mache jetzt hier noch so ein paar ganz kleine Punkte noch, aber das reicht mir dann. Mehr möchte ich auch nicht haben. Mal gucken, der sieht schon ganz schön anders jetzt aus. Also mehr soll nicht ab. Ich werde den jetzt auch gleich beiseite legen. Und der wird sich nochmal ein bisschen verändern, wenn er dann nochmal abgewaschen wird, weil sich jetzt auch ein bisschen Dreck gelöst hat. Und vor allen Dingen wird er sich verändern, wenn er konserviert wird. Ja, das reicht erstmal. Möchte den nicht so sehr blank machen. Man sieht jetzt wieder überall ein bisschen grün und mehr soll auch nicht sein. Der bleibt erstmal so. Ich lege den jetzt beiseite. Und dann geht es jetzt nämlich mit der Kuh weiter. Und diese Kuh, die ist verbogen und die werde ich jetzt mal gerade biegen, und zwar mit dem Heißluftgerät. So, und da kommt nämlich die Zange zum Einsatz. Ihr habt euch sicherlich schon gewundert, warum da eine Zange liegt. Man sieht, dass die hier unten quasi verbogen ist. Und ich werde die jetzt einfach mal mit der Zange nehmen. Ich habe jetzt die Kuh hier mit der Zange gegriffen und werde die jetzt hier so ganz leicht gegen das Metall halten. Also ich werde jetzt noch nicht drücken. Jetzt werde ich erhitzen und während das immer heißer wird, wird das immer weicher. Und irgendwann kann man ganz leicht hier ein bisschen drücken und dann wird die Kuh wieder gerade sein. Jetzt ist es zu weit. Es ist zu weich geworden. Kuh ist jetzt wieder einigermaßen gerade. So, man sieht jetzt, dass die Kuh wieder ein bisschen gerade geworden ist. Hier vorne ist noch so eine kleine Ecke verbogen. Die werde ich gleich noch so gerade biegen. Das reicht. Jetzt ist es wieder soweit gerade genug. Und das wart erstmal so viel zur Kuh erhitzen und gerade biegen. So, bevor ich die Gegenstände jetzt endlich konservieren kann, habe ich sie jetzt nochmal in frische destilliertes Wasser gelegt. Könnte auch einfach Leitungswasser nehmen, aber da ich destilliertes Wasser da habe, habe ich einfach destilliertes genommen. Es geht einfach darum, dass die jetzt nochmal sauber gemacht werden, nach den ganzen Reinigungen, ja, dass die Seife auch ab ist. Auch der Schmutz, der sich gelöst hat bei den anderen Reinigungsarten. Ihr habt vielleicht auch gemerkt, dass ich die ganze Zeit Handschuhe anhabe. Also diese Handschuhe habe ich auch jetzt an. Ich habe jetzt gerade nochmal frische angezogen. Damit jetzt, wenn die Funde dann jetzt gleich konserviert werden, nicht der Schmutz von der Reinigung wieder an die Gegenstände kommt, von den schmutzigen Handschuhen und dann mit konserviert wird. Und natürlich ist es ja so, dass jeder Mensch irgendwo schwitzt an den Fingern. Der eine mehr, der andere weniger. Und dieser Schweiß, der kommt an die Münzen, wenn man die anfasst oder überhaupt an die Fundgegenstände. Und deswegen habe ich Handschuhe an. Vor allem jetzt werde ich die nicht nochmal mit den Fingern oder so anfassen. Die werden jetzt aus dem Wasser dahin gelegt. Und wichtig ist jetzt auch, dass die trocknen. Die müssen richtig trocken sein. Denn natürlich möchte man auch keine Feuchtigkeit mit konservieren. Im Wasser sehe ich jetzt einige an Schmutz, ganz bisschen minimal Seifenrest und auch so ein paar Krümel und so, was sich da alles noch gelöst hat. Und jetzt beginnt quasi der nächste Part. Jetzt bin ich endlich beim Konservieren angelangt. Und dazu brauche ich natürlich das Triboriuswachs. Wie schon gesagt, ganz wichtig ist, dass die Funde trocken sind. Ich verwende dazu jetzt eine Heißluftpistole, um die Funde nochmal zu trocknen. Allerdings mache ich das ganz vorsichtig. Also man kann die regulieren auf 1 und Stufe 2 und es geht darum, dass die Funde nur erwärmt werden und trocken werden. Die sollen nicht heiß werden. Also wenn man das so machen möchte, kann man ganz einfach auch einen Föhn nehmen und nimmt dazu einfach den Fund in die Hand und macht es so, dass es nur trocken wird. Ich merke ja in meiner Hand, ob es jetzt heiß wird oder nur leicht warm ist. Feuchtigkeit muss auf jeden Fall raus. Man kann die Funde auch einfach mal in der Nacht trocknen lassen. Aber ich mache das jetzt so, weil es einfach schneller geht. Alle Funde sind jetzt soweit richtig schön trocken. Da ist keine Feuchtigkeit mehr dran. Und dann kann ich jetzt endlich anfangen mit der Konservierung. Und dazu verwende ich meine Heißluftpistole wieder. Man kann einen Föhn verwenden, wenn man möchte, oder halt auch gar nichts, denn hier steht drin, wie man das anzuwenden hat. Da steht drin, man soll das sich auf den Finger reiben und in die Münze oder in den Fund einmassieren, um den Fund dann zu konservieren
und die Details hervorzuheben. Das werde ich aber nicht machen. Ich mache das so, wie ich das immer mache in letzter Zeit. Erwärme das Wachs ein bisschen, erwärme den Fund ein bisschen und verteile das so, dass man das, ja, damit das schön in die Lücken und überall reingeht. Fange jetzt mit den drei Pfennigen von 1851 an. Mache mir jetzt hier so ein bisschen Wachs auf dieses Ohrenstäbchen. Erwärme die Münze wieder ganz leicht, damit sich das gut verteilen lässt. Durch das Erwärmen hat sich das Wachs jetzt so ein bisschen verteilt und die Münze ist jetzt komplett mit dem Wachs eingeschlossen. Hab die Münze jetzt erstmal hier drin und lass jetzt kurz das Wachs mal trocknen. Dann wird das Wachs noch poliert. Und zwar kommt dann nämlich diese kleine Sache hier zum Einsatz. Dieses Bürstending. So, das Wachs ist jetzt getrocknet. Die Münze sieht schon ziemlich schön aus. Sie ist etwas dunkler geworden durch das Wachs. Und ich werde jetzt die jetzt mit dieser Kunststoffbürste polieren. Das mache ich halt so lange, bis ich mit dem Ergebnis zufrieden bin. So, wie ihr sehen könnt, sind die drei Pfennig von 1951 sind jetzt fertig. So, gefallen sie mir jetzt. Die sehen ziemlich schön aus. Die sind jetzt auch konserviert und durch das Bürsten habe ich nochmal schön dafür gesorgt, dass das Wachs nicht so in den ganzen Details so ein bisschen rumklebt. Wenn man sich jetzt beim Reinigen noch mehr Mühe gibt, dann kann man das noch schöner machen. Man sieht, da unten beim N ist noch ein bisschen Schmutz drin. Ne? Das habe ich übersehen. Aber ich wollte ja auch irgendwann mal fertig werden. Noch die andere Seite. Man sieht auch, dass durch das Wachs wird die etwas dunkler. Es gibt verschiedene Konservierungsmethoden, es gibt auch verschiedene Wachse, wo die Münzen eben nicht so stark dunkel werden. Aber ich finde es schön, wenn die noch so ein bisschen dunkler werden. So viel zu dieser Münze. Die ist jetzt quasi konserviert. Ich packe die jetzt wieder zur Seite und dann kommt die nächste dran. Und bei der nächsten mache ich das wieder genauso. Da hältst du ein bisschen das Wachs und habe jetzt hier diesen einen Pfennig von 1938 und schmier den jetzt einfach wieder ein, den Wachs. Ist etwas viel jetzt, aber ist ja nicht schlimm. Kann man ja runterpolieren. Jetzt erwärme ich die Münze wieder etwas. Dass sich das Wachs gut verteilt, dass es so ein bisschen fließt. Und dann muss sie auch wieder trocknen. So, Münze ist trocken. Fange jetzt wieder an, die zu polieren. So, die Münze ist jetzt fertig. Wie ich finde, ist sie sehr gut geworden. Die wird jetzt auch so, wie sie ist. Die wird jetzt erstmal zur Seite wieder gelegt, denn jetzt kommt die nächste dran. Nehmen wir doch zur Abwechslung mal einen Knopf. Der Knopf ist auch trocken, jetzt wird er poliert. Der Knopf ist jetzt fertig, konserviert und poliert und wird jetzt auch so bleiben. Jetzt werde ich mal die 5 Reichspfennig aus Zink konservieren. Wachs hat sich jetzt gut verteilt. Jetzt muss ich nur noch warten, bis es trocken ist. So, Wachs ist trocken. Die 5 Reichspfennig aus Zink sind jetzt auch fertig poliert. Und ich finde die richtig gut. Sind richtig schön geworden. Hätte ich nicht gedacht, dass ich aus so einem alten Zinker nochmal so was rausholen kann. Aber ist schön geworden. Den lege ich jetzt auch zu den anderen und dann geht es direkt weiter mit
mit dem nächsten. Dann mache ich jetzt direkt weiter mit der nächsten Münze. Den einen Reichspfennig von 1891. Und wieder trocknen lassen und polieren. Mit dem Pfennig bin ich jetzt auch fertig und wie ich finde, ist der richtig schön geworden. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann auf der Kamera, also auf den Aufnahmen, aber wenn ich mir den so jetzt gerade angucke, dann sehe ich da verschiedenste Farbtöne. Also ich sehe da hellgrün, dunkelgrün, braun, schwarz, also verschiedenste Töne und das ist alles erhalten geblieben. Und das ist alles jetzt konserviert und sieht richtig schön aus. Also da freue ich mich gerade richtig, dass das so schön geworden ist. So kann ich mir den auch einfach mal in die Vitrine stellen. Nochmal von der Seite, hier sieht man noch alle Details. Sehr zufrieden damit. Und ich mache jetzt direkt weiter mit der nächsten Münze. Ich ziehe die 10 Reichspfennig von 1899. Mal sehen, wie die werden. Die sehen ja schon ziemlich so ramponiert aus. Konnte ich ja selbst mit den Reinigungsstiften nicht mehr viel rausholen. Und mal sehen, ob man durch das Wachs vielleicht ein paar mehr Details noch rausholen kann. Und wieder trocknen lassen. So, das sind die 10 Reichspfennig von 1899 und man kann halt schon wieder Details erkennen, aber die Münze an sich ist einfach schon total zerfressen und kaputt. Man kann auch hier hinten wieder ein bisschen was erkennen, aber allgemein ist es halt so bei der Münze, dass man da nicht mehr viel rausholen kann. Die ist ziemlich kaputt und ich habe da auch ziemlich rabiat rumgereinigt. Das Ergebnis gefällt mir jetzt nicht so schön, da mir die anderen Münzen besser gefallen. Aber so ist es halt. Nicht jeder Fund wird super perfekt, manche wären halt nichts. Ist halt auch einfach ziemlich stark schon angegriffen, diese Münze. Aber trotzdem packe ich die jetzt erstmal zur Seite und nehme die letzte Münze. Und die letzte Münze sind die 2 Reichspfennig von 1939 aus Kupfer. Mal sehen, wie die werden. Und dann muss erstmal wieder trocknen. Und jetzt ist die Münze auch fertig. 2 Reichspfennig von 1939 aus Kupfer und ich finde das Ergebnis auch sehr schön und werde die jetzt auch gleich zu den anderen Münzen legen und dann kommen wir nämlich mal zu einem anderen Objekt, nicht nur Münzen die ganze Zeit. Ich wollte ja auch noch ein paar andere Sachen zeigen. Vielleicht machen wir jetzt mal die Kuh. Lege ich jetzt zu den anderen Münzen erstmal. So, als nächstes werde ich jetzt die Kuh machen. Ich werde die euch aber nochmal vorher zeigen, damit ihr die jetzt nochmal seht. Und wie schon gesagt, der Vorteil bei sowas ist, wenn man eine Bleifigur mit alter Farbe konserviert mit Wachs, dann kann die alte Farbe sich nicht mehr lösen. Die ist dann geschützt und konserviert. Und natürlich sieht die Kuh am Ende auch viel besser aus als vorher. Dazu lege ich die jetzt mal darin und werde jetzt mal etwas mehr Wachs benötigen. Dazu wärme ich jetzt wieder ein bisschen Wachs auf. Ich muss jetzt erstmal großzügig überall Wachs an die Kuh bringen. Weil so eine Bleifigur hat natürlich sehr viele markante Stellen und Lücken und da kann man nicht einfach mit dem Finger dran rumreiben. Sondern das muss erstmal verteilt werden. Thank you.
Durch das starke Erwärmen fließt das Wachs natürlich überall in die Lücken und in die kleinsten Stellen, sodass die Kuh komplett im Wachs eingeschlossen ist. Wie ihr sehen könnt, ist die jetzt ganz schön am Glänzen. Also überall voll mit Wachs. Und jetzt lasse ich die erstmal kurz trocknen. So, die Kuh ist jetzt auch getrocknet und werde die jetzt noch ein bisschen polieren. Und auch mit der Kuh bin ich jetzt fertig und bin sehr zufrieden, wie sie jetzt aussieht. Kamen noch mehr Kühe und Bleifiguren, die werde ich euch am Ende des Videos noch zeigen. So, kommen wir jetzt zum nächsten. Wir haben jetzt noch drei Dinge übrig. Dieses Schmuckstück, den Ziernagel und mein Orden. Den Orden möchte ich ganz am Ende machen. Ich würde sagen, mache jetzt dieses Ding. Also mache ich es wie immer. Ich nehme mir erstmal ein bisschen Wachs, was ich jetzt gerade schon mal ein bisschen aufgeheizt habe. Und verteile das jetzt hier drauf. Jetzt erhitze ich das wieder, damit sich das schön verfließt und überall in alle Lücken sich verteilen kann. Und jetzt muss ich wieder warten, bis es getrocknet ist. So, das Objekt ist jetzt auch getrocknet und jetzt werde ich das noch polieren, denn hier sieht man überall, dass da viel zu viel Wachs dran ist an manchen Stellen. Und genau da poliere ich jetzt einfach noch ein bisschen nach an diesen Stellen. So, das Objekt ist jetzt fertig. Ich denke, dass ich das jetzt so lassen will. Man sieht, man kann mit dem Wachs auch Objekte mit sehr vielen verkanteten Details und sowas, kann man auch konservieren, wenn man es denn warm macht und dass es flüssig wird und überall in die Lücken fließt. Und so habe ich auch dieses Objekt konserviert. So, als nächstes ist der Ziernagel an der Reihe. Mal sehen, wie der aussehen wird, wenn ich den mit Wachs konserviere. So, und auch der Ziernagel ist jetzt getrocknet und der wird jetzt so wie die anderen Funde auch noch mal kurz ein bisschen poliert, weil er auch da überall an manchen Stellen ein bisschen zu viel Wachs dran ist jetzt. Und weil ich ihn natürlich polieren will. Der Ziernagel ist jetzt auch fertig. Man kann jetzt da mal das Gold sehen, der war ja vergoldet. Da sieht man am Rand noch das Gold. Ich denke auf jeden Fall, dass das echt vergoldet wurde. Das wird bestimmt keine Farbe sein, aber man weiß ja nie. Auf jeden Fall finde ich, dass er sehr schön geworden ist, ist jetzt konserviert und hat auch verschiedenste Töne von Farben. Von braun bis grün, hellbraun, dunkelbraun, gelb. Alle möglichen Farbtöne sind da drin. Gut. Dann packe ich den jetzt erstmal zu den anderen Funden und dann geht es weiter mit dem Orden. So, zum Schluss, jetzt als letztes Objekt, möchte ich noch diesen schönen für Arbeits- und Schutze Deutschlands Orden oder Abzeichen konservieren. Habt das jetzt schön einmassiert und in alle Lücken verbreitet. Und jetzt lasse ich das erstmal trocknen. Wachs ist jetzt getrocknet. Jetzt werde ich den Orden polieren.
So, der Orden ist jetzt auch fertig. Die Details kommen noch besser zur Geltung und ist jetzt geschützt, beschichtet und konserviert. Kann jetzt quasi so erstmal in die Vitrine oder ins Regal. Ja, und jetzt wartet quasi. Alle Funde sind jetzt konserviert und jetzt zeige ich euch die alle nochmal. Ich zeige euch jetzt nochmal alle Objekte, welche hier in diesem Video gereinigt und konserviert wurden. Links angefangen mit den 5 Reichspfennig. Da in der Mitte, weiter oben, seht ihr die 3 Reichspfennig bzw. die 3 Pfennige von 1851. Und in der Mitte dieser Orden, da ist der Ziernagel am rumliegen. Und dort seht ihr die Kuh, ganz links. Das ist die Kuh, welche ihr heute im Video gesehen habt. Und die anderen Kühe dort, das sind, ja, die habe ich alle zusammengefunden in einem Loch. Und die waren alle ein bisschen verbogen und die habe ich alle auf die gleiche Art und Weise wieder gerade gebogen und ein bisschen sauber gemacht und halt mit dem Wachs konserviert. Und diesen Indianer dort, den habe ich auch mit Wachs konserviert, weil die Farbe sich da ganz schnell abgelöst hatte. Ich hatte den nur mal unterm Wasser ein bisschen abgespült und da habe ich gemerkt, dass die Farbe verschwindet. Und da habe ich nichts mehr weiter dran gemacht dann und habe ihn dann jetzt endlich mal mit dem Wachs konserviert. Und hier rechts neben dem Ziernagel seht ihr dieses längliche Objekt. Das handelt sich dabei um eine Art Knopf oder eine Art Fibel. Schon sehr altes Objekt, also das ist nichts vom Pferdegeschirr. Das hatte ich ja in Spanien gefunden und konnte es nicht bestimmen. Anhand der Kommentare, die im Spanien-Video dann aber geschrieben wurden, konnte ich dieses Objekt bestimmen. Und es handelt sich dabei um eine, ja wie schon gesagt, um eine Art Fibel oder Knopf, womit man vorne seinen Mantel zugemacht hat. Danke nochmal an die Kommentare, dass ihr mich da auf die richtige Spur gebracht habt. Bin sehr froh, dass ich das bestimmen konnte und freue mich immer wieder, wenn ich das anschauen kann. Und hier nochmal ein paar andere Objekte, welche ich ebenfalls alle auf die gleiche Art und Weise gereinigt habe. Die wollte ich euch einfach mal zeigen, weil ich kann natürlich nicht alles in einem Video zeigen. Da ist der Löwenkopf, den Anemone gefunden hat. Ja, wo wir den SA-Dolch gefunden haben und das Hitlerjugendmesser. Und da ist nochmal so eine Münze, 3 Pfennige, die ist aber von 1861. Die habe ich auch so gemacht und die ist auch schön geworden. Und dort seht ihr die Münze, welche aus dem Reinigungsvideo ist. Ich hatte doch mal ein Video gemacht mit den Stiften über Fundreinigung mit diesen Stiften. Und da habe ich diese Münze gereinigt. Und die habe ich auch mit dem Wachs konserviert. Ist jetzt auch fertig. Und selbst diese älteren Geschosse hier habe ich mit dem Wachs konserviert, weil der einfach schön aussieht. Und dieses Geschoss auch. Ja, nochmal ein paar Knöpfe und eine Bleiplombe ganz rechts außen. Und ein Fingerhut. Ja, das war's. Endlich. Jetzt ist das Video mal zu Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen und war informativ. Wenn ihr irgendwelche konstruktive Kritik habt, schreibt es in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt auf eure Meinung dazu. Wie reinigt ihr eure Funde? Wie konserviert ihr eure Funde? Das würde mich wirklich interessieren. Und habt ihr Erfahrung mit diesem Triborius-Wachs gemacht? Ich habe den Triborius-Wachs ja nun schon seit ein paar Wochen ausprobiert und bis jetzt bin ich sehr positiv davon angetan, möchte aber noch andere Wachse und Konservierungsmethoden ausprobieren. Deswegen bin ich auch immer über neue Informationen sehr dankbar, was es noch alles gibt für Möglichkeiten. Schreibt da drin, würde mich freuen. Ansonsten wartet jetzt, wünsche euch noch einen schönen Tag oder Abend. Bis zum nächsten Mal.